Hast du heute schon wieder nichts erledigt bekommen? Ich erkläre dir, woran das liegt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenck und ich begrüße dich heute zu einem kleinen Versuch. Es geht nämlich um das Thema Zeitmanagement und Zielerreichung. Und zwar brauche ich dafür diese Vase, ja, die hat sich jetzt angeboten dafür, und diese Kugeln. Also da wir jetzt Weihnachtszeit haben, nehmen wir einfach diese Kugeln. Normalerweise macht man das mit Steinen, mit Kieselsteinen, Sand und so weiter. Aber ich habe mir jetzt überlegt, wir nehmen einfach mal zur Saison diese, ja, Weihnachtskugeln. So, jetzt frage ich dich, wie viele passen davon hier rein? Ist dieser Behälter jetzt voll? Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja. Jetzt sage ich natürlich, nee, der ist eigentlich noch nicht voll. Man kann ja noch viele kleine Kugeln dazu machen. So, zum Beispiel nochmal da was rein, nochmal da was dazu. Und nochmal so eine drauf. Und wir könnten noch so ein bisschen was anderes dazwischen quetschen. So. Theoretisch kann ich das noch weiter vollstopfen mit diesen Kleinigkeiten. Aber die großen Kugeln sind jetzt soweit drin. Ja? Wenn ich es jetzt aber so mache, dass ich meine ganzen großen Kugeln nämlich rausnehme und dann wirklich nur erstmal kleine Kugeln reinmache. Kleine Kugeln, hier dieses Zeug, so. Ein bisschen davon. So, dann passen am Ende vielleicht nur noch so ein paar Kugeln, so ein paar große Kugeln rein. Und das hat mir wirklich Folgendes gezeigt. Wenn ich also mich auf die großen Kugeln erstmal fokussiere, also auf meine großen Ziele, auf meine großen Tätigkeiten, die auf meine zukünftigen Ziele einzahlen, also wirklich pro Tag auch erstmal die wichtigen Dinge, die darauf einzahlen, mache, dass ich dann wirklich weiterkomme. Aber wenn ich nur diese ganzen kleinen Sachen mache, so diese kleine Kugel ist zum Beispiel die ganze Zeit sämtliche Telefonate entgegennehmen, obwohl die nur dringend und nicht wichtig sind. Oder zum Beispiel das hier ist jetzt zwischendurch aufs Handy gucken, Facebook und Instagram Nachrichten checken und gucken, was alle anderen den ganzen Tag so machen. Dann habe ich am Ende des Tages vielleicht ganz viele Kleinscheißaufgaben gemacht, aber keine wirklich große Aufgabe, die mich langfristig zu meinem großen Ziel führt. Und ich finde, das macht dieses kleine Experiment wirklich so spannend, weil einem wirklich gezeigt wird, dass man als allererstes erstmal die großen Dinge erledigen muss, die einem also zum Ziel führen. Und dann erst kann man im Laufe des Tages auch Dinge dazwischen stopfen, wie zum Beispiel auch hier bei Facebook oder mal ein Telefonat führen, was vielleicht auch mal nicht ganz so wichtig ist, und hat dann aber trotzdem das Gros der Ziele erreicht oder man läuft auch auf diese Zielgerade zu. Vielleicht erkläre ich es auch noch mal kurz an der Tafel hinter mir. Angenommen, du hast also deine To-Do-Liste. Dann solltest du die To-Do-Liste so ausrichten, dass du auch wirklich deine großen Ziele hier hinschreibst. Ja? Deine großen Ziele bzw. deine großen Aktivitäten, die du brauchst, um dieses Ziel auch zu erreichen. Und zum Beispiel ist das, jeden Morgen 30 Minuten lang zu fokussieren, was sollen konkret deine Aufgaben sein, damit du wirklich auch auf deine Ziellinie kommst. Und das ist dann beispielsweise wirklich 30 Minuten lang eine Meditation machen, zu gucken, was sind jetzt konkret meine Ziele, wie komme ich dahin. Oder zum Beispiel ganz typische Unternehmeraufgaben direkt am Anfang des Tages machen. Also auf deiner To-Do-Liste könnte zum Beispiel stehen, Unternehmeraufgaben erledigen. Als nächstes könnte zum Beispiel sein, dass du einen fitten Körper brauchst, um wirklich auch langfristig, ja, fit und vital zu sein. Dann müsste also eins dieser großen Kugeln und eins dieser großen To-Dos sein, dass du 30 Minuten morgens an der frischen Luft joggen gehst. Vielleicht gibt es auch noch ein To-Do, was nicht so wichtig ist. Dich interessiert zum Beispiel zwischendurch immer, dass du bei Instagram auch guckst, was deine Bekannte und deine Freunde so machen. Das schreibst du in der Regel nicht auf deine To-Do-Liste, aber ich werde es trotzdem mal mit aufnehmen.
Und auf deiner To-Do-Liste steht in der Regel noch E-Mails lesen und E-Mails beantworten. Das sind aber in der Regel ganz viele Dinge, die wirklich nicht wichtig sind. Also das sind keine Dinge, die wirklich auf deine Ziele einzahlen, sondern sind in der Regel einfach nur zwischendurch Ablenkungen, weil dein Handy mal blinkt, weil WhatsApp-Nachrichten reinkommen. Und deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass dir auffällt, was machst du da eigentlich den ganzen Tag und was sind wirklich deine großen Kugeln, die du mit einbauen musst. Also ist wahrscheinlich deine größte Priorität, dass du Unternehmeraufgaben bewältigst. Und als zweite Priorität ist zum Beispiel, dass du 30 Minuten joggen gehst. Vielleicht hast du auch noch andere Aufgaben, wie zum Beispiel Akquise-Telefonate führen. Oder dass du zum Beispiel Aufgaben delegierst und Mitarbeitern verschiedene Aufgaben erklärst und dann eben auch weitergibst. Und jetzt kommen hier in der Regel noch so 20 andere To-Dos am Tag. Da sind auch ganz, ganz viele kleine To-Dos dabei. Und dann musst du dir wirklich das mal so vorstellen, als wären hier diese kleinen Dinger irgendwelche Leute zurückrufen, die anscheinend dringende Dinge haben für dich, aber für dich nicht wichtig sind. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass die großen Kugeln direkt hier in der Prioritätenliste ganz oben hingesetzt werden, damit du auch am Ende des Tages zum Beispiel weißt, okay, 30 Aktivitäten hätte ich heute machen sollen, ich habe aber nur 7 erledigt, aber es waren die 7 wichtigsten Tätigkeiten, die dich zum Ziel führen. Und das ist besonders wichtig. Also ich würde dir empfehlen, wirklich mal dieses Modell dir komplett vor Augen zu führen und dann mit so einer To-Do-Liste jeden Morgen zu gucken, okay, was sind wirklich meine großen Ziele, welche To-Dos zahlen darauf ein und was muss ich wirklich hier klassifizieren und in welcher Reihenfolge muss ich sie abarbeiten. Denn dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du abends sagst, oh, ich habe von meinen 30 Aktivitäten vielleicht nur 7 Aktivitäten wirklich erledigt und erfüllt, aber es sind doch die wichtigsten 7 gewesen. Und oftmals, und das sehe ich bei mir selbst und auch bei Mitarbeitern, ist es so, dass hier ganz, ganz viele unwichtige Sachen erledigt sind. Man ist den ganzen Tag beschäftigt und in so einem Teufelskreis, in so einem Hamsterrad drin. Und am Ende des Tages fragt man sich, was hat man eigentlich jetzt wirklich geschafft und was hat man jetzt wirklich gemacht, um langfristig seine Ziele zu erreichen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dir das hier immer mal wieder vor Augen führst und dir morgens einfach dieses Ritual mit reinnimmst, dass du dir wirklich deine Aufgaben aufschreibst und dann nach Prioritäten sortierst und immer wieder dieses Bild vor Augen hast. Ich hoffe, dieses kleine Experiment zum Thema Zeitmanagement und Zielerreichungsmanagement hat dir gefallen. Ich freue mich auch über dein Feedback hier unten in den Kommentaren. Und wenn du mehr dazu wissen willst, schreib mir doch einfach gerne eine Nachricht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bitte abonniere diesen YouTube-Channel und wenn du direkt als erstes sehen möchtest, wann mein nächstes Video wieder online geht, dann am besten machst du noch hier oben die Glocke an oder hier unten, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich bin Vanessa Wenck und tschüss!